in unserem nächsten Vortrag geht es komplett analog, schon krisensicher, auf Papier weiter, ohne Slides. Denn es geht um das Topic, was passiert, wenn es mal kracht? Die übliche Antwort ist, da kommen so Leute vom Incident Response. Das ist aber nur die eine Hälfte. Wenn das ein bisschen größer wird und ein bisschen teurer, dann muss auch irgendjemand die Krise managen. Und wie das dann aussieht, und so, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, dafür haben wir jetzt Michael Bartsch. Super, danke. Ja, wie schon gesagt, keine Folien, eigentlich nicht hackbar. Ich habe mein Telefon auch ausgeschaltet. Ich habe hier so ganz klassisch, ne, und kann meine Schrift selber nicht lesen. Das ist, also, das nennt man, glaube ich, Kryptographie. Ja, ja. Also Matthias, super Thema. Also ich frage mich auch immer, wer macht denn dieses ganze Cyber? Ne? Redet man hier so über Hackbacks und Backdoors und Exploits und dann hat man so einen Fall und da passiert irgendwas und dann geht man zur Polizei und dann denkt man sich, naja, also so eine Backdoor hätte dem jetzt auch nicht geholfen. Ne? Also da kann der nicht so viel mit anfangen, weil ich habe einige Polizeien, muss man sagen, da gibt es die ältesten Junior Consultants der Welt. Das ist, ja, also wenn man ins LKA kommt, dann wird das schon langsam besser, aber so, wenn man so in der Fläche mal so einen Angriff hat, so ein mittelständisches Unternehmen, und geht mal zu so einer Kriminaldirektion, das ist dann immer ganz lustig. Und wenn man dann so zur Vernehmung eingeladen wird, dann fragen die einen Fragen, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was da passiert, dann macht man so eine formale Zeugenvernehmung. Und dann kriegt man auch nicht das, was man aufgesagt hat. Die schreiben das auf, wie man spricht, mit steht da also alles so mit drin. Aber man kommt das nicht zurück. Und dann geht man zurück zu dem Unternehmen und sagt, so, wir haben jetzt eine Anzeige erstattet, aber wir müssen jetzt irgendwie das Problem auch mal wieder wegkriegen. Ne? Dann kommt da einer vorbei und verschlüsselt alles und dann steht man da. Und weil wir das selber nicht können, holen wir dann so Forensiker, so Menschen wie euch, die hier so sitzen, und die fangen dann an und versuchen mal rauszufinden, was denn da passiert. Und im Hintergrund ist so ein Opfer, so eine Firma, meistens Inhaber geführt, Mitte, Ende 50, S-Klasse vor der Tür, und der denkt sich, verdammte Axt, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich in meiner Firma vollkommen handlungsunfähig bin. Ich verstehe das gar nicht. Da kommen dann so Menschen und sagen, ja, da war so schlecht gepatcht und da hat jemand auf die E-Mail geklickt und da war dann noch ein Gateway und jetzt sind sie drin, ist alles verschlüsselt und wir brauchen jetzt irgendwie 8 Tage rauszufinden, was das genau war. Und wenn man dann keinen Krisenmanager hat, dann sitzt man da und glaubt diesen Menschen und die machen dann 8 Tage so mal da rum und am Ende ist es dann meistens Emotet, auch wenn es nicht war. Das ist im Moment ziemlich opportun reinzuschreiben, das war Emotet. Ja, es ist so. Und dann sage ich, nee, nicht durch Forensik hier, ne, versuchen mal wieder hinzukriegen. Und wenn man so kleinere Firmen hat, ich habe gleich mal 5 unterschiedliche Beispiele mitgebracht, dann ist das ja noch ganz nett, da passiert nicht viel. Wenn da hinten aber so eine Produktion steht und der Unternehmer muss sich hinstellen und sagen, ich schicke jetzt mal 500 Leute nach Hause, weil wir nicht mehr produzieren können, das weckt immer so Emotionen. Ja, wenn das dann noch am Ende des Monats ist, dann denkt man sich, oh, kann der denn überhaupt mein Gehalt bezahlen? Also das ist Krisenmanagement. Das andere ist verfehlte IT-Sicherheit. Das hat, na, ist was ganz was anderes. Und im Allgemeinen ist das immer so, und da bedanke ich mich bei allen Tätern, die jetzt hier zuhören, nicht immer Freitagabend. Nee, ist doof. Der letzte war Freitagabend, 27.12. Die waren gut, die gingen am Nachmittag los. Aber bis abends um 11 hatten wir entschieden, dass ich da samstags mal hinfahre. Silvester im Eimer. Und das sind immer so Dinge, die entweder trainieren die mit ihrer IT die ganze Woche durch, bis es passiert und dann nicht mehr weiter wissen. Und dann irgendwann steht man dann. Die eigene IT, die sind dann auch erstmal in der ersten Viertelstunde schuld, weil die haben ja dafür gesorgt, dass es nicht hätte passieren können. Und das weckt auch wieder Emotionen. Also man braucht eigentlich keine Forensiker, man braucht Psychologen. Für die Soziopathen. Also, ja, das ist Krisenmanagement. Und dann kommt man dahin am ersten Tag und dann muss man erst mal verstehen, was machen die denn überhaupt? Ne? Gott sei Dank gibt es ja Internet, da kann man jetzt heute schon mal auf der Website, ach nee, die ist ja nicht mehr da, nachlesen, was die denn getan hätten, wenn sie denn noch online wären. Also muss man die erst mal befragen. Da sind die ungeduldig. Ne? Ja,
ich sage, wir müssen jetzt mal verstehen, warum sind sie denn angegriffen worden? Ne? Weil so die klassischen Dinger, ne, das ist so diese Ransomware-Kleintrojaners, die sich da so ausbreiten, das ist im letzten Jahr nicht mehr passiert. Die sind rein, schauen sich dann die Maschinen an und verschlüsseln die. Und in einem Fall, die hatten so 240 Maschinen, die waren dann alle weg. Weil man hat ja gesagt, virtualisieren ist sicher und spart Geld. ESX runterfahren, alle VMDKs ankrümpen, weg, fertig, kaputt. Kein SAP mehr, kein Lager, keine Buchhaltung, nichts mehr. Ja, und dann waren auch keine Backups da. Das ist so der Regelfall heutzutage. Aber nicht, weil alle Täter so clever sind, die kaputt zu machen, weil manche sich auf IT-Dienstleister verlassen und dann sagen, müsste das kaufen. Aber es funktioniert alles nicht so richtig, richtig. Aber man hat es ja mal gekauft und nicht anfassen geht. Also dann sitzt man da am Tag 1, denkt sich so, ich muss jetzt erstmal verstehen, was tut die Firma, was ist denn da überhaupt passiert. Dann sagen die, lieber nicht zur Polizei. Und dann sage ich immer, nee, wir wissen zwar noch nicht, wofür wir die Polizei brauchen, aber wenn wir sie brauchen, ist es gut, wenn sie da sind. Weil man muss ja auch mal an den Täter denken. Der muss ja auch mal irgendwie drankommen und das geht ohne Polizei nicht. Und ich habe ein paar Beispiele, wo man die Damen und Herren von der berittenen Cyberkavallerie auch wirklich gut gebrauchen konnte. Manchmal haben wir auch das Glück und da ist was passiert und da steht nicht irgendwo in einer Textdatei, ich möchte 50 Bitcoin haben. Und dann fängt man an zu überlegen, warum hat das denn jemand gemacht? Und da komme ich gleich zum ersten Fall, das war in 2018, ein Family Office. Wisst ihr, was ein Family Office ist? Das ist, wenn man richtig viel Kohle hat, oft bei Höhle der Löwen in irgendwas rein investiert hat, das machen meistens so Menschen mit dem Family Office, und die werden dann angegriffen, gedost. Und ich denke mir, scheiße, Wochenende im Eimer, Freitag, DDoS ist very easy, zahlen, hört auf und dann lass die alle kommen von Cloudflare, Akamai, Telekom und wie sie heißen, kaufst eine DDoS-Protection und dann ist das in Zukunft geregelt. Haben wir dann auch gemacht und haben dann irgendwie so einen Anbieter genommen, der hat gesagt, wir haben super DDoS-Protection, hat den Angreifer gar nicht gestört, nächsten Donnerstag, 22 Uhr, bums, ganze Laden wieder aus. Blöderweise in einem Shared Data Center, also das Family Office hatte ein Data Center und ein anderes Family Office hatte auch ein Data Center, hat man die zusammengetan, dann hat man einen, der angegriffen wird und zwei große Schadensfälle. Dann haben wir aber nicht gewusst, warum ist der angegriffen worden. Seite muss doch irgendwo eine Erpressungsforderung sein, also die sind so blöd sind die Täter nicht, also die wissen eigentlich schon von ihrem Businessprozess, wie es funktioniert, nichts da. Okay, was macht man? Wieder Mitigation Plan, neue Technologie rein, hier an den Routern wird geschraubt, irgendwie neue Firewall eingebaut. Was einem so als Berater dann einfällt, das machen Gott sei Dank nicht wir, das machen dann diese IT- und Security-Fritzen, hat den Täter nicht gestört. Nächsten Donnerstag, buff. Blöderweise in diesem Rechenzentrum lief eine Anwendung, wie soll man mal sagen, so an regelmäßig wiederkehrenden Sportereignissen, so am Wochenende mit 22 Leuten und einem Ball, ist das eine relativ wichtige Anwendung, weil da viel drüber gedreht ist. Aus. Immer noch keine Erpressung. Ja, und dann macht man Crime Map. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, wir müssen jetzt mal gucken, in diesem Family Office, da muss irgendwo im Business der Grund liegen, warum die angegriffen werden. Und dann geht man zu so einem Inhaber und sag mal, hast du da irgendwo Ärger? Nö, hab ich nicht. Und dann guckt man da rein, haben wir festgestellt, das sind 442 Beteiligungen, von denen er ungefähr 30 im Kopf hatte. Und dann haben wir die alle mal auf so eine Map, da gibt es ja so Software, wo man das so alles visualisieren kann. Da habe ich gesagt, das ist deine Firma und irgendwo da liegt der Grund. Und der Angriff ging über Monate weiter. Und dann haben wir das irgendwann rausgefunden, das war nämlich weder Cyber noch OK, das war Wirtschaftskriminalität. Da hat einer versucht, Business-Transaktionen zu vermeiden und hat deswegen dieses Unternehmen angegriffen. Und wenn man nicht auf den Grund geht, in solchen Fällen, warum so ein Unternehmen angegriffen ist, dann hört das auch nicht mehr auf. Und da muss man dann überlegen, es gibt so ganz viele Facetten von diesem Cyber. Wir haben immer diese staatliche Diskussion, ne? Was darf die Bundeswehr, was darf der und was darf das BSI. Wenn man das jetzt aber mal runterbricht, genau auf diese Unternehmensstrukturen,
dann hat man natürlich, klar, immer Emotet. Das läuft jetzt gerade. Das ist nett. Das vom Marketing ist das super. Da kannst du jeden Tag anrufen, sagst eine Lösung, kriegst einen Auftrag. Hilft den Unternehmen aber in solchen Situationen nicht. Und die sehen wir auch. Und das sind die Dinge, die im Dunkelfeld sind. Weil dann geht man zur Polizei und sagt, schönen Tag, Cyberangriff, keine Erpressungslage, was machen wir? Verfassungsschutz. Spionage. Bin ich nicht für zuständig. Geht man zu denen, ist eine Einwegdiode. Ne? Schmeißt man irgendwas rein, kriegt man nichts wieder zurück. Dann sagt man, ihr habt doch so eine Servicebeschreibung, da steht doch, was eure Aufgabe ist, nun mach mal. Informationen rein, kommt nichts zurück. Geht man zur Polizei, Gewaltenteilung, kann ja auch nichts mehr. Ich sage, ich brauche jetzt aber trotzdem mal Hilfe. Und dann kommt man irgendwann darauf, das ist Wirtschaftskriminalität. Der guckt einen an und sagt, wie Cyber, dann machen die. Ich mache Wirtschaftskriminalität. Ich sage, wir leben in einer digitalisierten Welt. Ja, zurück zum Kunden. Muss man dem das irgendwie erklären. Dann ab und zu braucht man dann eben doch Forensiker. Und es gibt unheimlich viele Forensiker. Nur nicht für das passende System. Ja, so Netz können die alle. Ne? Haben die gesagt, ja, Anomalien, Logfiles hier, haben alles ausgewertet, ist so. Die sagt, ja, und jetzt? Wer macht mir die Clients? Wer macht ABAP in SAP? Dann hast du schon mal 8 von denen da sitzen. Und jeder sagt, also bei mir war das nicht. Ich sage, Jungs, bei wem das nicht war, ist egal, Firma kaputt. Und dann braucht man immer mehr Forensiker und ich bin mittlerweile auf dem Punkt, dass ich sage, diese Forensiker sind alle super in der Prävention, da nennt man sie dann Pentester oder Analysten und die kommen dann und schreiben dann Reports. Der Eintrittsvektor ist wahrscheinlich bis möglich, dass es ein Spearphishing war. So weit gekommen nach 4 Tagen. Ne? Also diese Konjunktive in den Forensik-Reports, müsst ihr auch mal gucken, wenn ihr welche kriegt, ist total lustig. Also wenn ihr gute Ideen habt, könnt ihr gerne mal anrufen. Gab es auch vom Kammergericht, kann man schön nachlesen. Ja. Die Welt ist nicht nur rosa, kann ich da sagen. Also braucht man einen Notfallplan, weil da hinten steht vielleicht so eine Produktion. Kann ein Betonwerk sein oder eine Autostraße oder irgendetwas wird da produziert. Und heute ist das ja so in so einer digitalisierten Welt, wenn man so ein Unternehmen mal hingestellt hat, das funktioniert. Das ist Organisationswissen. Das ist nirgendwo dokumentiert. Und dann muss man sich irgendwie überlegen, naja, wie kriege ich das weg? Dann kommt immer die Frage, in dem zweiten Fall, zahlen oder nicht. Ob man zahlt oder nicht, ist einzig und allein eine Frage von Backups. Kein Backup, zahlen. Ein Einfamilienhaus in die Blockchain, 50 Stück, sind 342.000 Euro, ist ein Einfamilienhaus weg. Kriegst ein Stück Software mit Support-Hotline, das funktioniert wirklich gut. Und dann frage ich mich immer, wenn man jetzt mal so 250 Terabyte verschlüsselten Mist hat, wie entschlüsselt man den? Und dann frage ich mich immer bei den Unternehmen, die gezahlt haben, wie macht man das? Also wir machen das so, kommen dann mit so einem Dienstleister, so dicke Maschinen, der braucht 2x400 Volt Strom. Das scheitert in mittelständischen Rechenzentren. Haben die nicht. Versucht man dann mit N mal B16 zu machen, so 16 Ampere, ein bisschen besser abgesichert, damit man genug für diese Festplatten hat zum Kopieren. Macht man so ein 10G-Interface, das dauert dann eine Woche. Produktion steht. Weil das Entschlüsseln von Daten, die man nur einmal hat, kann auch schiefgehen. Also erstmal Backupen. Von dem Backup nimmt man dann nach und nach die Kopien und entschlüsselt die. Wenn das jetzt so 250 Maschinen ist, ist es ratsam, jeder einzeln sich zu überlegen, mache ich darin jetzt nochmal eine Forensik oder nicht? Die sitzen ja da und lechzen nach Aufträgen, also die von SAP und Netz und so, die müssen dann da reingucken. Und dann sagt der Kunde, nee, also dauert lange, ist teuer, deploy mal wieder. Und dann stellt man sich solche Fragen, da war jetzt auch so eine SAP-Installation und die hatten so Order-Management in der Cloud und da wird jeden Tag schön verkauft. Jahresabschluss, das passiert da und jetzt den alten Stand hochziehen. In welcher Reihenfolge startet man 240 Maschinen? Ja, das ist nicht so einfach. SAP ohne AD tut nicht. AD ist immer schwierig bei Cyber. Muss man erstmal reingucken, dauert wieder lange.
Dann fährt man den ganzen Krempel hoch und dann mittlerweile kommen dann die Unternehmensberater mit ihren großen Cybertruppen, sage ich, mach mal so ein Datenlogistikkonzept. Ich bin ja Krisen, ich kann das ja nicht. Ich stelle mir nur immer so vor, wie funktioniert, dann muss ja mal einer machen. Und dann sagen die, oh, ja, schwierig. Dann machen wir erstmal an und gucken wir und dann gucken wir mal weiter. Ja, und dann sagt man, und jetzt brauche ich mal einen. Und das ist lustig, die Passwörter auf diesen großen Dell-Maschinen, sehr häufig ESX123. Da kann man so viel Passwort-Awareness machen, wie man will. Ist einfach so. Ja, dann hat man gezahlt und dann will man, hat das schon mal jemand gemacht, so 50 Bitcoins bezahlt als Dienstleister? Funken, ob ihr passt, darf man nicht. Finanzgeschäfte im Namen Dritter. Bei Bitcoin.de darf man eh nur 100.000, aber der auf der anderen Seite will aber 50 Bitcoins für 350.000 haben. Also braucht man eine autorisierende Bank, die das tut. Ist blöd am Wochenende. Ja, das ist nicht so einfach. Und dann liest man immer, der hat gezahlt. Dann frage ich mich immer, also wenn wir das schon nicht gemacht haben und auch eigentlich nicht so richtig wissen, wie das geht, wie macht der Mittelständler das? Und wo kriegt er die 250 Terabyte zum Rüberkopieren seiner Daten her? Und wie macht er so eine In-Memory-Forensik, bevor er die ganzen Krempel wieder deployt? Aber es scheint irgendwie zu funktionieren. Also Daten sichern ist ganz wichtig. Steht hier. Und dann ist ja, gibt es ja noch so Client-Computer, PCs. Alle immer voll gemanagt. Wo ist Patient Zero? Und dann geht man wieder zu so einem Dienstleister und sagt, find mir den mal. Dann sagt er, Flinner 7, wird jetzt eigentlich nach Hause. Nee, also das ist jetzt so ein Notfall. Also wir machen jetzt einfach mal 168 Stunden, gehen wir jetzt mal Gas. Und jetzt überlegen wir uns mal, wie kriegen wir die Clients sauber. Ja, machen die meisten nicht so gerne. Aber vorher super Konzepte gemacht, Grundschutz, DSGVO-konform. Und dann macht man genau, steht hier, ne, Daten sind ja kaputt, zerstört, muss man mal bei so einem Landesamt, wie heißen die, Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit. Wenn wir das mal eben ausmachen, es gibt eine andere Abkürzung, die sage ich gleich. Dann macht man so eine Meldung, ganz eilig, weil man will ja diese 4% oder diese 20 Millionen nicht haben. Und die Notifikationskosten bei 500.000 personenbezogenen Daten möchte man sich auch sparen, also ist man prozesskonform. Dann geht man zu so einer Anwaltskanzlei, gibt es gute und schlechte. Die guten kosten über 400 die Stunde, die anderen nur 350. Und dann macht man so eine Meldung, dann ist das gut, hat man das gemacht, das muss man innerhalb von 72 Stunden machen. Und dann hört man da auch nichts von. Ich glaube, die sitzen im gleichen Gebäude wie der Verfassungsschutz. Und dann haben wir Täterkommunikation und das ist neu. In einem Fall, den kann man auch googeln, mit meinem Namen aus dem letzten Jahr, war so bei Spiegel, Handelsblatt und sonst irgendwo reingefallen, da hat man eine Firma gehackt. Das ist das Ende der Digitalisierungskette. So, der Dienstleister, der das Netzteil, die Festplatte und den Speicherriegel im Client oder im Rechenzentrum in so einer Maschine repariert. Und der hat gesagt, ich zahle nicht. Ich lasse mich nicht erpressen. Und hat der Angreifer gesagt, okay, zweite Chance, kannst du es nochmal überlegen. Bei der ersten habe ich dir alles kaputt gemacht, jetzt kriegst du ein Stück Software und damit kannst du es wieder herstellen. Hat er gesagt, nee, ich lasse mich nicht erpressen. Und hat er gesagt, okay, ich habe dir aber noch 1,4 Terabyte an Daten geklaut, die veröffentliche ich jetzt mal. Hat er gesagt, no, das ist ärgerlich, aber ich lasse mich nicht erpressen. Jetzt stehen von allen namhaften Firmen, Konzernen, Sicherheitsbehörden dieser Welt in Deutschland stehen diese Daten im Internet. Komischerweise bei dem Täter immer bei einem Rechenzentrum in Holland. So ein Public irgendwie Cloud-Provider-Zeug, Webhoster. Und das geht mit den Holländern gut. ARVD und Polizei Nordholland, wir haben so 26 Minuten von Anruf bis Domain beschlagnahmt. Hey, super. Kann hier auch schon mal 4 Wochen dauern. Braucht man nicht über Hackback reden. Weil der Staatsanwalt das gerade nicht verstanden hat. Und dann schmeißt er das im Dark Web. Und hat gesagt, ich zahle nicht. Und dann ist er hingegangen und hat die Kunden abtelefoniert. Und hat gesagt, ich habe deinen Dienstleister gehackt und ich habe deine Daten.
Und jetzt überred doch mal deinen Dienstleister, dass der zahlt, weil sonst veröffentlicht deine Daten. Und da hat der angerufen. So richtig mit Telefon, ganz klassisch. Und beim dritten Mal habe ich gesagt, super, jetzt brauche ich Polizei, jetzt brauche ich Staatsanwaltschaft und habe Telekommunikationsüberwachung auf die Telefonnummern, die da drin stehen, und dann haben wir den zweimal mitgeschnitten. Dann geht man damit zu einer Behörde und lässt mal eine Sprachanalyse machen. Das ist auch so ein Forensiker aufs gesprochene Wort. Der sagt dann, könnte aus Europa kommen. Finde ich super. Ja, und in der Zwischenzeit muss man so ein bisschen Incident Response und Masterpläne und sonst irgendwas machen. Das führt mich zum nächsten Fall, weil wer hat es gerade gesagt, hier Speedport-Router? Hat einer das mitbekommen, Freiburger Bahnhof? Die Bombendrohung, wo man den Freiburger Bahnhof geräumt hat? Da hat man, also wenn man eine Bombendrohung macht, das weiß jeder Attentäter, entweder die Bahn oder die Bundespolizei anrufen. Sonst ist der Ärger, den man anzettelt, einfach nicht groß genug. Und die wissen auch, was man tun muss. Der Typ oder Typin hat dort die Einzelhändler angerufen. Den Kiosk, den Blumenhändler, den Friseur, was man sonst am Bahnhof. Und danach ging das Telefon nicht mehr. Und dann war einer, war etwas jünger, war clever, hat sein Handy genommen, hat bei der Polizei angerufen, hat gesagt, komisch, ich habe hier gerade eine Bombendrohung bekommen. Hier ist schon ein Riesentrouble hier in der Hütte. Aber jetzt geht mein Telefon nicht mehr. Warum? Sagte, typische Antwort eines Junior Consultants im mittleren Cyberdienst einer deutschen Polizeidienststelle. Strom an, Rechnung bezahlt, mal neu gestartet. Ja, sagt er, alles gemacht, geht nicht. Okay, nimmt das auf, denkt sich, ein Idiot, ein Hobby-Router. Als der dritte, als der vierte, als der fünfte angerufen hat, wurde dann die Polizei ein wenig nachdenklich. Dann hat man das in ein Landeskriminalamt gegeben. Die sind mal hingefahren und gesagt, komisch, sind immer Huawei-Router bei immer dem gleichen Provider und der macht die einfach aus. Und dann hat man das so durchanalysiert und jetzt reden die ja alle nicht miteinander. Ne? Die sind ja auch nicht hier auf diesen Konferenzen, weil da muss man hinfahren, dann ist dann noch Samstag, man hat hohe Teilnehmergebühren, in dem Fall nicht. Oh, darf ich gar nicht verraten. Und jetzt hast du mich rausgebracht. Ärger mit den Routern. Und kurze Zeit später passiert das in einer ganz, ganz großen Menge der gleiche Vorfall. Den hätte man eigentlich da schon vermeiden können. Und dann haben wir mal gefragt bei Huawei und haben gesagt, wie ist denn das? Und dann haben die zwei Entwicklerinnen einfliegen lassen, zwei Damen, die sind ja so groß aus China, die haben sich dann ins LKA gesetzt, haben zwei Klassen auf diesem Betriebssystem von dem Router formal verifiziert und haben eine Backdoor gefunden und haben die gepatcht. Jetzt die Frage. Wer hat ein Interesse, Huawei, also da machen die doch nicht selber weg. Also wenn man dem Matthias da folgen darf, ne, wenn man in der Hardware drin ist. Also passieren ganz, ganz lustige Dinge. Auf jeden Fall, der Bahnhof war 6 Stunden später wieder in Betrieb. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Und anschließend hatte man eine kleine Party und hat sich sehr gefreut, dass der Cyberangriff dann doch kein Bombenangriff war. Das ist so ein Thema, das ist immer ganz lustig. Und dann eben Täterkommunikation. Die schreiben dann E-Mails und Support-Hotline wird eingeblendet und man kann da Logfiles hinschicken. Und die machen auch wirklich guten Online-Support in der Sprache, wie man es haben möchte. Und die haben auch alle Zeit der Welt, also die haben auch keinen Zeitdruck, da ist, wie alle immer sagen, ne, in 36 Stunden bezahlen, sonst gibt's, da ist ja schon alles kaputt. Also die Eskalationsschwelle ist ja weg, also der kann nicht noch mehr kaputt machen, der kommt auch nicht noch mal wieder, kann ich sagen. Sniffing-Device, ich habe keine DNS-Anomalien, ich habe keinen Proxy, ich habe keine Zombies. Der geht rein, macht sein Kram, 16 Befehle auf der Maschine, konnten wir nachvollziehen, ein kleines Skript nachgeladen, bums aus und der Täter kommt nicht wieder. Also nicht wie beim Tatort. Täter und Tatort, man geht nochmal hingucken, wo man da, ne? Machen die nicht, die sind dann einfach weg. Und wenn man nicht zahlt, passiert auch nichts, außer wenn sie die Daten haben und die veröffentlichen. Sonst passiert alles prima. Ja, dann zahlt man, dann hat man den Schlüssel, dann testet man, dann bringt man das alles wieder up and running. Und das Interessante daran ist, wir glauben, wir haben diesen Täter jetzt schon mehrfach gesehen. Hakan hat dich da auch immer viel zu tun.
Weil, wenn das passiert und der die Daten veröffentlicht, dann muss man dem Unternehmer sagen, jetzt musst du mal richtig die Zähne zusammenbeißen, jetzt geht's los. Ruft der Hakan an, ruft der an, steht Heise vor der Tür, kommt die DPA, sagte, Bartsch war nicht erreichbar. Ich habe an dem Tag, weil einer dieser erste Journalist aus England hat natürlich auf Motherboard geschrieben, Name, dies, das, dann gehen die auf die Webseite, E-Mail-Adresse, Telefonnummer findet man auch leicht raus. Ich denke den ganzen Tag, warum klingelt mein Telefon nicht? Und ich habe abends 980 Voice-Messages bekommen. Alle so SMS und drrrt. Passiert dann. Wir haben 1800 Pressemitteilungen, 7 Radiointerviews, 4 Fernsehinterviews gegeben. Das ist nervig. Das hat aber zur Folge, dass die noch nicht von dem Täter angerufen haben, auch angerufen haben. Und haben gesagt, ich hätte mal die technischen organisatorischen Maßnahmen, den Forensikbericht und ihre Zukunftsplanung, dass das nicht wieder passiert. Technisch-organisatorische Maßnahmen nach DSGVO Artikel 32 ist das, glaube ich, schwierig im Mittelstand. Muss man dann machen. Muss man nicht. Wenn man aber vorher, und das ist eben die Business-Seite vom Krisenmanagement, Verträge macht, wo drin steht, dass die ein vertraglich zugesichertes Auditrecht haben, dann kommen manche Firmen auf die Idee und sagen, ich habe ja Rahmenverträge mit den großen Beratungsfirmen, die können das. Und dann kommst du in den Audit und dann sagst, wir machen jetzt mal eins für alle. Dann sitzen da 2 von Ernst & Young, 3 von KPMG, 4 von Accenture, 9 von Pricewaterhouse und jeder hat einen anderen Fragebogen. Das muss man mal standardisieren, sonst ist Cyber hinterher für diese Unternehmen nicht mehr finanzierbar. Weil die Forensiker, die haben, glaube ich, eine Rechnung geschrieben von 52.000 und dann hat man so ein paar technische Maßnahmen, aber die wirklichen Kosten, das sind die Businesskosten. Das ist das, was ein Unternehmen eigentlich nicht tragen kann. Und das führt mich dazu, dass ein Unternehmen dann da gestanden hat und hat gesagt, die weinen, da sind gestandene Menschen, sagen, ich kann das nicht mehr und ich kann jetzt keine Gehälter bezahlen. Und dann muss man ein Konzept machen und zur Bank gehen und der Bank erklären, warum das ein potentes, gutes Unternehmen ist, der natürlich jetzt einen großen Scheiß in der IT hatte, gehackt worden ist. Aber eigentlich kann er das. Aber wir brauchen jetzt mal 2 Millionen Kreditlinienerhöhung. Und das ist Krisenmanagement, das ist Cyber. Das sind die Wirkungsketten, an die keiner denkt, wenn man über Incident Response und Firewall-Regeln und sonst was denkt. Und das ist eigentlich, da stecken die Kosten und da fühlen wir uns zu Hause. Oder wenn man, der ist super, auch wieder toll, jeder spricht drüber, Business Email Compromise, schon mal gehört, CEO Fraud in digital, klappt prima, Firma kauft Zeug, hat einen Vertrag, ich kann nicht sagen, was die kaufen, weil sonst ist das blöd. Auf jeden Fall, wenn man dieses Gut kauft und eine Kauferklärung abgibt, dann muss man bezahlen. Nach Unterschrift, no way back, muss man durch. Dann macht man das und dann gibt es 4 Banken, die beteiligt sind. Es gibt Escrow-Agenturen, das sind so riesige Investitionsgüter und dann drückt man auf den Knopf. Die 37 Millionen gehen weg und kommen da drüben nicht an. Weg. Hat alles gemacht, alles verglichen, Bankdaten, MTA 305 von SWIFT, also so Zahlungsanweisung, SWIFT-Netz, alles prima, Geld kommt auf der anderen Seite nicht an. Dann geht man mal zu einem deutschen Staatsanwalt und sagt, schau, das ist eine deutsche Firma, die hat in Kolumbien, genau, ich sag mal Kolumbien, war ein bisschen woanders, was gekauft und das Geld ist jetzt weg. Und da sagt der Staatsanwalt, Herr Bartsch, Kolumbien, da weiß ich gar nicht, wen ich anrufen soll. Dann klären wir das auf und dann kommen wir so mit Kontenlisten und welche Firmen dahinter und machen so Beteiligungsstrukturen. Das machen wir immer mit so einer Firma, die gehört zu Moody's, die sammeln diese ganzen Wirtschaftsdateien, so Schufa für internationale Unternehmen. Dann kannst du sagen, schau, die 4 Eigentümer sind schon mal verklappt worden für Geldwäsche. Und denen gehört die Firma, denen eine Firma gehört, denen ein Bankkonto gehört, wo diese Kohle hingeflossen ist. Da passiert nichts. Sind im gleichen Gebäude wie der Datenschutz und der Verfassungsschutz. Da kommt nichts zurück. Und solange, und ich meine, bei Cyber kann man ein bisschen was tun. Man kann das schneller erkennen, man kann das vorher gut pentesten, man kann die Hürden höher legen. Gegen diese großen Hackergruppen hat man keine Chance.
Und da habe ich mir so ein paar Thesen aufgeschrieben. Das ist ja jetzt nicht so, dass der kommt und einmal 50 Bitcoins haben will. Der macht das andauernd. Ich habe jetzt bei dem einen schon 8 Fälle, wenn die alle bezahlt hätten. 8 mal 50 sind 400, macht ungefähr 2,5 Millionen. Der macht das ja nicht nur in Deutschland und nicht nur bei den Kunden, die wir haben, sondern der macht das in der ganzen Welt. Die haben auch eine schöne Gallery, kann man sich angucken im Dark Web. Für die, die gezahlt haben und die, die nicht gezahlt haben. Immer schön mit so einem Marketing-Text dabei zu sagen, lieber Kunde, wenn du zahlst, bist du ruckzuck wieder up and running. Wenn du nicht zahlst, Shitbox. Das kann man dann nachgucken. Und dann frage ich mich immer, also meine Bank ruft ja schon an und sagt, hör mal, da ist eine große Zahlung eingegangen. Wir sind ja nur eine kleine Firma. Und dann frage ich mich, wenn so Tetherland machen, also irgendwann muss die Bitcoin, die Blockchain ja mal platzen, weil da so viel Geld drin ist, wo ist die Kohle hin? Wir haben dann mal einem mal so aus dem Nähkästchen mal so ein halbes Bitcoin überwiesen und das wurde innerhalb von 30 Minuten in Singapur ausgecashed. Mit einem halben Bitcoin geht da noch an so einem Automaten. Aber wenn da N mal 50 Bitcoins ankommen, muss eine Bank mit dem Spiel sein. Und wenn da eine Bank mit im Spiel ist, muss da auch ein Land mit im Spiel sein. Weil das kann so eine Bank heute auch nicht mehr machen. Also muss man sich mal diese strukturierten Systeme angucken. Wer steckt denn eigentlich dahinter? Genau. Und die Frage ist dann immer, wenn man nicht weiß, wer es war, ist es immer Russland oder China. Und beim Cybercrime haben die auch irgendwie alle nicht so richtig Interesse. Also jeder will da irgendwie vorne am Tatort mitspielen. Aber mal so da rück in die organisierte Kriminalität, in die Supply Chain, da will keiner rein. Da wird dann immer vermutet mit Software as a Service und Crime as a Service. Ja, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, die ganze Softwareindustrie ächzt, weil das ja alles nur noch Open Source ist. Warum soll ich denn als Straftäter mir für ein paar tausend Euro einen guten Trojaner kaufen, wenn das Zeug ja sowieso überall rumliegt? Also diese Businessmodelle, die muss man mal hinterfragen. Und das, um dann zum, weiß ich nicht, wie lange habe ich denn noch, zum Abschluss zu kommen, haben wir uns dann mal überlegt, wie kann man das machen? Also das, was die nach dem Angriff machen, könnte man ja mal vorher machen. Das heißt, man könnte ja mal präventiv Forensik auf illegale Supply Chains machen. Und dann gab es einen Forschungstopf im Bundesministerium für Bildung und Forschung für organisierte Kriminalität. Dann haben wir gesagt, schau, wir machen jetzt mal so eine Supply Chain und dann gucken wir mal, wie sieht die gute aus, wie könnte so eine böse Supply Chain aussehen und machen mal eine Forensik auf die Dinger und sagen, wo hätten wir eine deviante Abweichung vom Original? Dann haben wir das eingereicht und dann kam dann, das ist aber große Ocker. Und Cyber, nee, da wollen wir nicht ran. Und das sind so Dinge, da müssen wir viel, viel, viel mehr investieren, weil mit den Computern können wir alle umgehen. Aber mit den Businessmodellen auf der Opferseite, warum das überhaupt passieren kann und wie kann man das billiger machen, so einen Angriff, für die Opferseite. Und auf der anderen Seite mal in die illegalen Businessmodelle reingucken, sagen, wer verdammte Axt steckt denn dahinter? Ist das etwas, was heute schon staatliche Aktivität in Crime tarnt? Ist das der Grund, warum wir keine internationale Kooperation unter den Strafverfolgungsbehörden haben, um die bösen Buben zu kriegen? Wir haben schon mal, sage ich gleich, wenn das aus ist, wenn man mal mit den Vertretern von bestimmten Ländern zusammensitzt und die mal dazu befragt, also so hochoffiziell mit Polizeien und alles, dann ist nicht sonderlich supportive, was da passiert. Und das ist egal, ob die von rechts oder von links kommen auf der Karte. Das ist immer schwierig. Ja, und am Ende hoffen wir, dass die Wiederherstellung klappt, dass gute Security-Berater vorbeikommen und dafür sorgen, dass die Infrastruktur so ist, dass hinterher nicht mehr geht. Und das ist lustig. Dann schreiben die alle Cyber, ne, die Großen. Und dann sage ich, pass auf, ihr habt das jetzt analysiert. Jetzt macht da mal eine Architektur und plant, dass genau dieser Angriff nicht wieder passiert. Und den unterschreibt ihr mit Blut für, sagen wir mal, hochgerechneten Patch-Level von 2 Jahren, weil wenn ihr sagt, ihr macht Cyber und ihr baut den Kunden neue Architekturen, dann nehmt ihr auch das Risiko, wenn es dann doch passiert, dass ihr dann nachbessern kommt. Und da sagt dann so ein Vertreter von so einer 3-Buchstaben-Firma, also da gehe ich lieber mit Unlimited Liability für ein Milliarden-Outsourcing-Projekt ins Board, aber das unterschreiben wir nicht. Dann habe ich gesagt, dann schreib nicht drauf, dass du Cyber machst, dann schreib drauf, du machst IT-Sicherheit. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für den Vortrag. Haben wir Fragen? Hebt die Hand. Keine Fragen. Ah, doch. Ja, doch. Also du hast ja schön gezeigt, wie falsch der Cyberkriminalitätspräventiv und wir kümmern uns in Deutschland eigentlich aufgestellt ist. Kannst du mal so eine Wunschkette aufbauen, wer eigentlich wie und was machen müsste, damit in Deutschland das zur Abwechslung ähnlich wie in Holland klappt, dass wir nicht 4 Wochen verwesen, bis eine Domain runterkommt, sondern in 26 Minuten Takedown haben, wenn es denn wirklich strafrechtlich relevant ist? Und du hast kurz angemerkt, Hackback können wir dann auch vergessen. Deiner Einschätzung nach ist das so? Die Einwegdiode Verfassungsschutz bestätigt ja so ziemlich jeder. Das ist einmal Deftonne, weil geht rein, kommt nichts raus. Was müsste sich denn ändern? Der Sven Herpich zeigt ja nachher noch den Ausblick, wie eigentlich die Resilienz aussehen müsste und die ganze Katastrophe der Verantwortungsdiffusion eigentlich ist. Aber das passt ja nicht. Und zuletzt, ich weiß es zwar, aber vielleicht allen anderen, ist dein Zynismus und Sarkasmus damit gekommen oder warst du vorher schon so? Ich glaube, war vorher schon so. Es fing an mit dem Whisky. Damals in der Grundschule. Nein, also, das ist eine super Frage. Also ich glaube, dass wir gar nicht so viel Gesetzesänderung brauchen. Wir müssen Strafverfolgung empowern, im Rahmen der Gesetze die Dinge zu tun, die wirklich gegen große Straftaten gerichtet sind. Ich sage, der Junior-Consultant, den der Polizeifläche, der hat gar keine Zeit und gar keine Lust, seinen Nachbarn zu überwachen. Da braucht man gar nicht drüber nachdenken. Der braucht auch keinen Bundestrojaner. Der braucht auch bestimmte forensische Analyse-Tools nicht. Das machen wir. Und man muss denen mal sagen, tu mal das, was wertvoll ist. Du bist kein IT-Berater, du bist kein Forensiker. Du musst nur so viel Forensik selber machen können, um zu verstehen, wie ist der Straftäter vorgegangen und wer könnte es sein. Und weil du gerade Sven gesagt hast, mit seiner schönen Tapete, ich hätte gerne zu jedem Blockschaltbild da drauf eine Service Description. Also was ist die Schnittstelle von der Organisation, von dem Papierschreiber, in bestimmten Szenarien, wo kann er helfen? Weil es kann nämlich nicht sein, dass ich in Schleswig-Holstein, in Bayern, in Hessen, in Rheinland-Pfalz überall ein anderes Sicherheitsniveau habe. Und es kann nicht sein, dass das Thema Digitalisierung und Cyberkriminalität ein Anhängsel von anderen gesellschaftspolitischen Kriminal- und Terrorströmen und sonst irgendwas ist. Wir haben gerade ganz viel Cyber wieder abgebaut und auf islamistischen Terrorismus gelegt, das ist ja wichtig. Da muss man in beiden Bereichen Personal aufbauen und nicht sagen, da nehmen wir die jetzt weg und wir brauchen da. Strafverfolgung kann nicht phänomenopportunistisch sein. Und das sind solche Dinge, da muss man dran arbeiten. Und wenn die Möglichkeiten haben, zu empowern und ganz langsam Schwerpunkt Staatsanwaltschaft Cyber, wenn da so ein Polizist kommt oder wenn wir als Krisenmanager kommen und sagen, hier sind die IP-Adressen, da ist die Domain, das sind die Daten, dann will ich mit einer KI sprechen, die mir so ein Ding unterschreibt, wo ich einen Takedown von einer Domain in Holland oder in Kasachstan machen kann. Und die machen das nur, wenn da ein deutscher Staatsanwalt unterschrieben hat. Und fälschen darf man die Dinger nicht. Das ist blöd. Also diese Servicebeschreibung der Organisation und die so zu empowern, dass sie den Speed haben, den wir heute bei diesen Dingern brauchen. Weil 16 Minuten 240 Maschinen gekryptet, da habe ich keine Antwortzeiten. Da muss danach alles genauso schnell gehen. Das kann nicht Wochen dauern. Also ich fasse kurz zusammen. Wir haben genug Gesetze und Befugnisse. Die müssten nur anders ausgerichtet oder zur Abwechslung mal effizient wieder aufgesetzt und ausgerichtet werden. Sven hat ja eine 64 Seiten Description zu diesen einzelnen Tapeten Diensten, Institutionen und so weiter. Aber da fehlt noch eine Komponente. Die nehmen wir mal für ihn mit. Vielleicht kann er das noch aufbauen. Das nächste Update, das kommt ja immer halbjährlich und ist eh schon wieder outdated. Ja. Die Tapete sind noch ein paar neue dazugekommen. Aber vielleicht kann er diese Service Description in der Form auch noch dazu adden. Müssen wir aber natürlich alle dann auch ihm die Infos zuliefern, ne? Die wir haben. Ja, die da draufstehen.
Ja, ja, nee, genau, aber vielleicht auch so ein Kommentar wie Einwegidiote oder so, weiß ich nicht, ob man das mal anbringen könnte, wahrscheinlich ist das zu fies. Sag ich öfter, ja. Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung. Ihr habt jetzt sehr stark über Deutschland gesprochen und du hast gesagt, dass du sowohl links als auch rechts auf der Karte mit Problemen zu kämpfen hast. Aber wie ist denn das auf der EU-Ebene? Also da gibt es ja halt auch so Sachen wie Europol, die ja sozusagen gerade für so eine Fälle Infrastruktur bieten, um halt sozusagen mit Hilfe von Datenbanken und was weiß ich, irgendwie Sachen zu machen. Hast du denn da das Gefühl, dass das ein Weg ist, der gangbar ist? Und was ist oder was fehlt dir da? Ja, Europol ist natürlich mit dem EC3, die jetzt in so einem wichtigen Thema nur noch mehr einen Acting Head haben. Dieses EC3, ich meine, die machen Awareness-Papiere, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Die schreiben Report und sagen, es ist wieder schlimmer geworden. Die haben auch Analysten, die sich das angucken und vor allen Dingen, die auch kleinere Länder supporten, die diese Infrastruktur nicht haben. Aber wir können verdammt nochmal nicht diese Welt durchdigitalisieren und an den Stellen, wo es für die Digitalisierung relevant ist, eben nicht adäquate Ressourcen aufbauen, dazu tun. Und bei der Anzahl der Fällen, die wir haben, kann ein Europol, ein Interpol, ein UNODC, wenn man mal in die Geldströme der OK reinguckt, was die UN macht, die sind da mit wenigen Leuten aufgestellt. Die einzelne Person ist ja immer gut, aber die Organisationen sind nicht fett genug und die sind nicht ausgestattet genug. Denen fehlt es an aktueller Technologie. Und damit meine ich nicht jetzt noch wieder einer, der über KI und Robotics und 5G redet, sondern einer, der im Tagesgeschäft sich auch mal eine ESX kaufen kann und mal an so einer Virtualisierungsstation mal mit 200 virtualisierten Servern trainieren kann. Der mal Kubernetes, Docker und alles das, was wir heute sehen, macht, die kommen dahin und die haben die Technologie noch nie gesehen, die bei den Unternehmen kaputt geht. Und das ist eben das Problem, dass wir an der Stelle einfach nicht genug Kompetenz haben und nicht genug Power haben. Und wenn man die ausstattet und sagt, es gibt eine Schnittstelle, und ich habe gerade mit Europol diese Woche hier in Berlin noch darüber gesprochen, ich habe gesagt, wir brauchen auch für die IT-Experten und für die Krisenmanager eine direkte Schnittstelle in die Strafverfolgung. Und ihr müsst diese Informationen, die wir euch auch geben, auch nutzen können und nutzen wollen. Da wäre uns schon sehr viel mitgeholfen. Weil am Ende des Tages müssen wir die Buben mal fangen, ne? Und wenn wir nicht gerade mal ein Dark-Web-Rechenzentrum im alten Bunker ausheben, haben wir nicht so viele große Erfolge auf dem internationalen Tablett, wo man sagen kann, Strafverfolgung im digitalen Raum funktioniert. Drücken, ne? Wunderbar. Ich liebe Beschreibungen aus dem wirklichen Leben. Das war ganz toll. Vielen Dank. Danke. Ich habe trotzdem eine etwas ketzerische Frage. Hier herrscht große Begeisterung, wenn Polizei und ein Nachrichtendienst in 26 Minuten eine Domain runternehmen. In Deutschland, wenn ich jetzt sagen würde, dem Verfassungsschutz und der Polizei gelingt es, in 26 Minuten eine Domain mit vermutet strafbarem Inhalt abzuschalten, dann bin ich ziemlich sicher, dass 97,3% der hier Anwesenden sagen, Repression, Unterdrückung, große Sauerei. Und ich bin auch noch alt genug, mich zu erinnern, Access for All, ein niederländischer Provider, wo eine Zeitschrift namens Radikal gehostet wurde und in NRW dann kam, wir schalten diesen Server ab, weil diese Zeitschrift strafbare Inhalte produziert. So sehr ich nachvollziehen kann, diese Begeisterung, so sehr bitte ich auch mal drüber nachzudenken, da wird auch teilweise mit zweierlei Maß gemessen. Klar. So, möchten wir, jetzt kann man natürlich sagen, Cybercrime und 50 Bitcoins Erpressung ist was anderes als ein, nennen wir es Propagandadelikt oder Aufruf zu strafbaren Handlungen, aber wir müssen uns bewusst sein, wenn es eine Straftat ist und wir sagen, finden wir gut, dass die Polizei so schnell agiert, dann agiert die vielleicht in Fällen auch schnell, wo es hier nicht so gut ist oder nicht so erwünscht ist, weil die rechtsstaatliche Kontrolle vielleicht etwas länger dauert. Das wollte ich nur zu bedenken geben. Danke. Das, klar, das ist ein ganz valider Punkt. Und das, glaube ich, ist eines der wesentlichen Punkte, wo man sagt, und das kriegt man nur hin, wenn man standardisiert
und die, die diese Standards nutzen, auch dementsprechend kontrollieren kann. Das ist natürlich klar. Und in der digitalen Welt hätten wir die Möglichkeiten. Weil das ist dann immer so, die Polizei der Kontrolle ist ungefähr so wie, ich will keine Endpoint, weil mein USB-Stick muss funktionieren. Ja, dann habe ich auch immer zweierlei Maß. Ist leider so. Können wir nicht mehr ändern. Internet geht nicht mehr weg. Haben wir noch weitere Fragen? Sieht gerade nicht so aus. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank für diesen erheiternden und ernüchternden Vortrag. Danke. Erheiternd, ernüchternd. Ja, eine Runde Applaus.